melhor para transmitir a história às outras gerações. Nichts vermittelt den nachfolgenden Generationen Geschichte besser als Bücher. Hier sind wir an einem Ort voller Bücher und Geschichte. Aber es ist mehr als das. Die Buchhandlung Lello in Porto gilt als eine der schönsten der Welt und ist sicherlich eine der meistbesuchten. Wir wollten herausfinden, warum so viele Menschen aus der ganzen Welt sie besuchen. J.K. Rowling, die Anfang der 90er Jahre als Englischlehrerin in Porto gelebt hat, soll in der Lello zu den schwingenden Treppen des Zauberinternats Hogwarts inspiriert worden sein. Die 1906 gegründete Buchhandlung wird heute von mehr als 1 Million Menschen jährlich besucht und verkauft rund 1200 Bücher pro Tag. Da Roma. Da Roma, dall'Italia. On vient de la France à Strasbourg. I'm from Korea. Ich wusste, dass J.K. Rowling an diesem Ort für die Harry Potter Bücher inspiriert wurde, also wollte ich ihn besuchen und es ist wirklich sehr schön hier. Sie gilt als eine der schönsten Buchhandlungen der Welt, zusammen mit der Ateneo in Argentinien und anderen. Welche gefällt Ihnen am besten? Die in Argentinien, denn von daher komme ich, aber die hier ist auch sehr schön. Wir standen kurz davor, keine Buchhandlung mehr zu sein, sondern zu einem schönen Denkmal zu werden, was wir ja auch sind, das die Menschen lediglich besuchen. Aber das ist nicht passiert. Heute verkaufen wir den Leuten, die in die Buchhandlung kommen, einen Wertgutschein, den sie entweder wegwerfen oder in ein Buch investieren. Unser Ziel war es, jeden Besucher, auch die reinen Touristen, in einen Leser zu verwandeln. Ihr 113-jähriges Bestehen feierte die Buchhandlung mit einer besonderen Aktion. Sie kaufte für Hunderttausende Euro seltene Erstausgaben. Außerdem war das Jubiläum eine Gelegenheit, Eduardo Lorenzo zu würdigen, der als der größte lebende portugiesische Intellektuelle gilt. Tempel sind mehr als das, was wir wahrnehmen, wenn wir uns in diesen mythischen Räumen aufhalten. Wir sind von Geistern umgeben, das sind die Bücher hier um uns herum. Jedes hat seine Botschaften, seine Geheimnisse, seine Mysterien. Die Buchhandlung besitzt bereits mehrere alte und seltene Ausgaben des Epos Die Lusiaden von Luís de Camões aus dem Jahr 1572, dem größten Werk der portugiesischen Literatur. Jetzt bietet sie 250.000 Euro für eine Erstausgabe und bis zu 70.000 Euro für Erstauflagen des ersten Harry Potter Buchs. Auch eine Möglichkeit, dem jungen Zauberer für den Ruhm zu danken, den er der Lello gebracht hat.